Ja, wenn ich einen zweiten Teil von dem Video mache, lasse ich ja gern das Tafelbild stehen. Es geht nochmal um das Einsetzungsverfahren, wo ihr euch ja wahrscheinlich die Notiz gemacht habt. Ich habe Römisch 1 und Römisch 2, zwei Unbekannte, zwei Reihen, zwei Unbekannte x, y oder a, b. Ich suche mir eine Reihe aus, stelle nach x oder y um und setze dann in die andere ein. Und jetzt möchte ich das ein bisschen abwandeln, dass man sieht, dass man nicht immer genau nach x oder genau nach y umstellen muss. Und dann komme ich wieder auf Malen nach Zahlen gleich hinaus. Ich wische jetzt weg. Das ist ja im ersten Teil alles entspannt erklärt. Sofern ich hier alles halbwegs vernünftig weggewischt kriege. Ich habe jetzt hier noch, wie ihr seht, umrandet das x und das y ganz alleine, weil ich ja Römisch 2 im ersten Video einmal nach x und einmal nach y umgestellt habe als Beispiel. Jetzt stellt euch vor, ihr kriegt nicht so ein lineares Gleichungssystem, sondern so eins. Dann könnte man natürlich geschickterweise sagen, ich schnappe mir Römisch 2, stelle nach y um, denn da steht ja auch keine Zahl davor und setze dann entsprechend oben ein. Man könnte aber auch sagen, ich erkenne und ich sehe hier das Paket 2x und hier das Paket 2x. Also könnte ich da auch entweder Römisch 1 oder Römisch 2 nicht nach x, sondern nach 2x umstellen. Was passiert dann? Minus y rüber. Ich entscheide mich jetzt für Römisch 2. Es ist vollkommen egal. Randnotiz hier, falls ihr Quereinsteiger seid, es gibt natürlich auch noch andere Verfahren zum Lösen, außer das Einsetzungsverfahren. Es geht in den beiden Videos hier, Teil 1 und hier im Teil 2, wirklich nur um das Einsetzungsverfahren. 2x ist gleich 6 minus y. 2x, dieses Paket, wieder wie Malen nach Zahlen, könnte ich auch als 6 minus y schreiben. Da steht ja, das Paket ist gleich das Paket. Also kann ich doch auch sagen, jetzt muss ich nicht mehr durch 2 teilen, sondern ich nehme dieses Paket und setze es hier oben für 2x ein. Also praktisch können wir ausschneiden und darüber klatschen und dann haben wir 6 minus y plus 4y gleich 8. Dasselbe Spielchen. Minus 1y plus 4y, das ist ja jetzt ein bisschen Rechnen mit Zahlen und Buchstaben, wäre minus 1 plus 4 ist plus 3y gleich 8. Naja, und das Lösen sollte ja klar sein, 6 rüber und dann noch durch 3. Boah. Das ist ein bisschen gruselig, das Ergebnis. Ich habe es mir ausgedacht. Zwei Drittel, wahrscheinlich kriegt er was Besseres raus. Und an der Stelle, wie es weitergeht, ist ja alles geklärt, entsprechend im Video. Ich wollte hier nur darauf aufmerksam machen, ihr müsst nicht immer nur nach x und nach y genau umstellen, sondern schaut nach solchen Paketen. Die sind dann manchmal ein bisschen entspannter, als wenn ihr jetzt hier noch durch 2 geteilt hättet. Stellt euch vor, ich mache das mal einmal vor, manche gehen ja an der Stelle dann her. Und teilen jetzt noch durch 2, weil irgendwie im Kopf ist, ich muss immer nur nach x oder nur nach y umstellen. Und dann würde da stehen, x gleich. Dann muss ich auch noch darauf achten, dass ich sowohl die 6 durch 2 teile, als auch hier das y. 6 durch 2 ist 3. Und hier, das ist für viele jetzt wieder so gruselig, da steht dann y halbe. Das wäre besser dann noch hingeschrieben, minus 1 halb y. Ihr werdet das sicherlich mal gehabt haben, diesen Fall, dass dann so ein, ihr sagt dann immer, da steht dann so ein Mist hier und dann müsst ihr das hier für x da einsetzen und dann auch noch mit 2 multiplizieren. Und gerade bei solchen Paketen kann es dann, wenn ihr mit dem Einsetzungsverfahren lösen müsst, geschickter sein, auf so ein Paket zu kommen, was gleich ist. Ja, schaut mal, wie ihr damit zurechtkommt. Schreibt ruhig drunter, wenn ihr irgendeine spezielle Aufgabe habt, wo es noch gruseliger ist. Es gibt für alles eine ganz entspannte, einfache, easy Methode, dass ihr locker durchkommt.